Huch, was ist denn mit Wolfgang Barrow passiert? Der GZSZ-Star sieht auf einer neuen Aufnahme ganz mitgenommen aus. Mit einem blauen Auge sitzt er in einem Krankenhauskittel auf einem Stuhl. Was ist passiert? Entwarnung. Wolfgang Barrow hat sich nicht verletzt. Er ist lediglich beim Dreh. Allerdings nicht für die Serie GZSZ, sondern für Bettys Diagnose, wo er wohl eine Gastrolle übernimmt. Seine ehemalige GZSZ-Kollegin Isabel Horn postete die Aufnahme in ihrer Instagram-Story. Sie spielt in Bettys Diagnose eine Krankenschwester und traf dort im Rahmen der Dreharbeiten wieder auf ihren ehemaligen Kollegen. Wir sind schon gespannt auf die Szenen, die dabei entstanden sind.